Guten Morgen, ihr Lieben aus Kroatien. Ich mache gerade meinen Morgenlauf mit Smurfy hier auf dem Land. Die anderen sind alle im Wohnwagen und machen sich fertig. Wir wollen gleich auf den Markt fahren. Hier ist so ein Wochenmarkt, ein paar Dörfchen weiter. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein ganz kleiner Wochenmarkt. Und uns wurde gesagt, da müsst ihr früh hingehen, weil der macht um 7 Uhr auf und ja, so um 9 zum Beispiel gibt es dann schon kein Brot mehr. Ja, und da hat der Bernd heute Morgen gesagt, so jetzt aber, hat so mit dem Finger auf die Uhr getickt, so komm, ne, jetzt müssen wir uns fertig machen. Ja, alles zack, zack heute, sonst starten wir eigentlich immer eher so ganz gemütlich in den Tag, in Ruhe. Ich habe noch nicht mal meinen Kaffee ausgetrunken. Und wir brauchen halt frische Sachen auf jeden Fall. Wir waren jetzt 5 Tage, 6 Tage nicht einkaufen, also so Obst und Gemüse, ein bisschen Brot, genau, und nicht mehr so viel, weil wir ja auch in ein paar Tagen hier abhauen. Das tat jetzt richtig gut, hier mal so, ja, nicht jeden Tag fortzumüssen. Wir konnten hier ganz in Ruhe mit unserem Wohnwagen stehen, wir konnten Wasser, hier ist ja so Quellwasser, also wir hatten genug Wasser, Strom haben wir ja Solar, aber das war richtig toll, wir durften duschen und ja, es war ein richtig schöner Platz jetzt, wo wir hier standen. Und was wollte ich sagen? Genau, jetzt fahren wir halt langsam dann Richtung Ungarn am Wochenende. Und ich bin so gespannt, euch unser Haus zu zeigen. Oh mein Gott, ich habe Fotos bekommen, immer zwischendurch. Das wird ja saniert. Und das Badezimmer ist in den letzten Zügen, es ist fast fertig. Das sieht so schön aus. Ich habe mich so gefreut über die Fotos. Und ich freue mich so sehr, wenn ich euch die Haustour zeigen kann. Und natürlich, am allermeisten freue ich mich, wenn ich es selber sehe. Ich drehe mal die Kamera um, weil der Ausblick ist ja viel schöner als ich. Und ja, die Küche, die ist noch nicht fertig. Aber ich bin froh, wenn wir eine Waschmaschine benutzen können, wenn ich alles durchwaschen kann. Wir waren jetzt 4 Wochen im Wohnwagen und hatten uns nur auf dem Campingplatz 3 Waschmaschinen gekauft, für 5 Euro fast eine. Und ansonsten nur diese kleine Campingwaschmaschine. Oh, und ich freue mich so sehr, wenn ich alles durchwaschen kann, den Wohnwagen richtig auf Vordermann bringen, unsere Möbel aufbauen im Haus, unser Familienbett. Wir wissen noch nicht, ob wir es ganz aufbauen, das Familienbett. Es kann sein, dass wir nur die Hälfte, also 1,40er aufbauen. Wir schauen mal, das entscheiden wir spontan. Und unsere Kisten auspacken, die sind ja jetzt seit Ende Dezember gepackt. Jetzt haben wir schon Ende März, ne? Und ja, ich freue mich, wenn wir unsere Sachen wieder haben. Vor allem für die Kinder, das Spielzeug. Oh, schön, das ist so richtig voller Vorfreude. So ein paar Tage vorm Einzug. Ja, wir werden einziehen ins Haus am Wochenende. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir ziehen in unser Haus, das wir 2018 gekauft haben in Ungarn. Also was heißt einziehen? Wir reisen immer noch sehr viel mit dem Wohnwagen, aber halt unser Haus ist fast fertig. Also man kann drin schlafen und wohnen und sich waschen. Mega. Ich freue mich, wie ihr merkt. Genau, also wir laufen jetzt noch eine Runde und dann hole ich euch am Wochenmarkt gleich zurück. Und wir müssen wieder die Gasflasche wechseln. Die war jetzt von Samstag heute, also Samstag den ganzen Tag geheizt, gekocht, Sonntag, Montag, heute ist Dienstag. Heute Nacht ist sie natürlich wieder ausgegangen, immer nachts. Wir hatten wieder 15 Grad heute Nacht im Wohnwagen. Und als wir am Meer waren, da war es ja schon wärmer. Da haben wir nachts, konnten wir die Heizung auslassen. Bitte? Ich habe jetzt nicht verstanden, was er gesagt hat. Noch haben wir 9 Tage mit einer Gasflasche ausgekommen und hier jetzt halt 3 Tage, weil wir hier echt viel wieder heizen, leider. Ja, aber es nutzt ja nichts. Und was wollte ich sagen? Wir haben jetzt 1 Grad, heute Nacht waren es glaube ich -4 Grad. Und als ich gerade, Gesundheit, spazieren war mit dem Smurfy, mir lief der Rotz aus allen Löchern. Wenn es so kalt ist, mir läuft die Nase, mir tränen die Augen. Oh mein Gott, da musste ich mich erstmal im Wohnwagen kurz aufwärmen und mich wieder beruhigen. Boah, ey, das ist so fürchterlich, wenn es so kalt ist. Aber habt ihr mir schon mal geschrieben? Einige von euch haben das auch so extrem. Die Tankstelle überhaupt schon auf? Ich sehe auch nichts, alles voll Tüten. So, wir haben jetzt den Markt gefunden, Barthelemia. Der Bernd zeigt euch jetzt einmal den Rundumschwung. Die bauen gerade alles auf. Die bauen alles auf, genau. Weil ich kann die Kamera nicht mitnehmen hier. Ja.
ist so ein Mini-Mini-Markt. Ja, voll toll ist das. Und das ist halt da ein Stand, da hinten so ein Stand. Vorne. Können wir da auch ein bisschen mitnehmen. Genau, und dann zeigen wir euch, was wir gekauft haben. Gleich. Ich glaube, in Kroatien hätten wir schon 7 Hunde. Mhm. Finden die immer hier. Livia, das ist. Gib mal her ein Leckerchen. Hier ist ein Hund, Livia. Gib mal einen her. Ich will den Hund geben, ne? Nein? Okay. Ja, wir kennen ihn nicht. Wir wissen so. Okay, komm her, Livia. So, wir gehen jetzt auf den Markt. Dankeschön. Oh, so, wir haben alles gekriegt, was wir so brauchten, außer Paprika. Und es war richtig günstig. Ich zeige es euch gleich, was wir gekauft haben. Die Gasflasche hat wieder 20 Euro gekostet. Die schließt der Bernd gleich direkt an. So, genau. Jetzt können wir unsere Konstruktion zeigen. Wir haben 2 deutsche Gasflaschen. 1, 2. Und eine kroatische haben wir gekauft, weil wir die halt immer tauschen können dann. Und die deutschen kann man an manchen Tankstellen auffüllen. Halt nicht an allen, da hat nicht jeder eine Lizenz für. Also hier ist das Ding runter. Nimm mal hoch. Kurbel. Wofür ist dieser rote? Damit's als Schutz, dass okay. Wenn das nicht richtig zu ist, dass das trotzdem dicht ist. So eine okay. Doppelte Sicherung quasi. Okay. Ja. Immer darauf achten, immer gegen den, immer falsch rum. Das ist am Anfang schwierig gewesen. Ja, alles mussten wir erlernen. Ne? So überhaupt Camping im Allgemeinen. Haben wir ganz viel schon gelernt, aber natürlich lernt man nie aus. Ja, das stimmt. Wir haben uns auch bestellt jetzt für ganz Europa, hast du gesagt, ist das, ne? So ein Set für Gasflaschen. Genau, dann können wir die universell alle Gasflaschen in Europa, da fast sogar auf der ganzen Welt, glaube ich, benutzen. Genau. Was ist bevor das? Sie schreien, das Gurt mache ich natürlich dann fest, wenn wir fahren. Aber was, das verstehe ich jetzt nicht, können wir auf der ganzen Welt benutzen die immer die deutsche Gasflasche? Nein, dann oder wie? Diesen Adapter, da wird das hier, den deutschen Adapter. Ja. Den müssen wir immer tauschen, weil der Anschluss anders ist. Ja. Und hier kommt quasi der Adapter drauf. Ja. Und das wird dann an die Gasflasche. Also brauche ich nicht mal umbauen. Okay. Dann mache ich nicht mehr. Ich verstehe es nicht, aber ist ja auch nicht schlimm. Okay. Das ist ja normalerweise immer da drin. Das mache ich ja nie ab. Ja. Das wechsle ich jetzt nur, weil wir die Kroatische. Okay. Und dann brauchen wir das nicht mehr. Genau, dann brauchen wir das nicht mehr wechseln. Ja, immer. Gut. So, Livia, sollen wir jetzt mal zeigen drin, was wir eingekauft haben? Die Mama ist echt kalt. Es ist wirklich kalt. Komm. Baby. So, wir präsentieren euch jetzt, was wir gekauft haben. Wir haben bezahlt insgesamt 12 Euro. Genau. Und eine Zucchini. Wir wollten heute nämlich eine Zucchini-Nudelfanne machen, wenn eine Zucchini überbleibt, nachdem Livia die gegessen hat. Dann haben wir einen Salat mitgenommen. Dazu gibt es nämlich Salat. Also wirklich sehr günstig hier dieser Wochenmarkt. 2 Tomaten und eine Knoblauchzehe. Einmal Bananen. Dann haben wir hier noch Zucchini. Warte, Livia, ich gebe dir eine reife Banane. Der Papa gibt dir eine. Wir haben 2 Zucchinis genommen. Dazu machen wir uns heute ein paar Lauchzwiebeln rein. So, ich hole das mal raus. Dann haben wir uns 5 Äpfel mitgenommen. Das sind 800 Gramm. Da hatte ich zufällig auf die Waage geguckt. Einen Weißkohl haben wir mitgenommen, weil der Bernd wollte so eine Krautpfanne machen, ne? Mhm. Mit Reis, die kocht er auch heute, die kann dann noch ziehen. Und 3 Möhren, die können wir auch mit in die Zucchini-Pfanne. Ein bisschen Möhre mit reinmachen. So, dann haben wir mitgenommen ein Schokocroissant, das war allerdings aus dem Tante-Emma-Laden. Und ein Brot. Der Etti nimmt sich mal eine Möhre, sagt er. Nimm, Etti, gönn dir. So, die Äpfel, die können wir heute mal essen, dann, weil wir haben noch Äpfel. Machen wir. Wir essen. Oh, dass wir keine Mandarinen mitgenommen haben. Wir haben nur 6 Stück. Ja, ich habe auch, gestern habe ich auch einen Apfel gegessen. Ja, ich muss mir das angewöhnen. Etti, aus. Du hast hier eine Möhre jetzt gehabt. Ihr beide, ne? Du musst jetzt nicht alle anfressen. Hier ist noch ein Apfel, Papa. Also, wie ihr wisst, habe ich euch schon erzählt, wir fahren nach Ungarn. Und die Waschmaschine funktioniert. Ja, das wird gerade getestet. Badezimmer. Haben wir noch mal Fotos bekommen. Richtig cool. Das sieht so schön aus. Warte, Livia. Ich setze gerade einen Kaffee auf. Einen Moment.
So, wir haben ja jetzt Filterkaffee hier. Wow, das schmeckt so gut. Der pure Luxus. Genau. So. Ja, das ist so cool. Wir freuen uns alle so sehr, unser Haus wieder zu sehen. Boah, cool. Auch wenn wir nicht lange in Ungarn bleiben. Aber ja, das Auspacken und so richtig Vorfreude. Ja, lecker, lecker. Das schmeckt die Weintraube, ne? So fein schmeckt das. Boah, da haben wir Wasser ohne Ende bald. Und Wäsche waschen nonstop. Die Mama kann Wäsche waschen. Der Papa hat sich gerade einen frischen Pullover angezogen. Also einen, der noch gar nicht gewaschen wurde. Jetzt einen Monat und er auch noch gar nicht anhat. Und er hat so nach Weichspüler gerochen. Das war so cool. Kann keiner nachvollziehen, glaube ich, wie sehr ich mich auf meine Waschmaschine freue. Oh ja, guck, der Kaffee ist fast fertig. Super. Und wir wollten uns auch einen Kaffee-Vollautomat holen in Ungarn. Da liebäugelt der Papa schon so lange mit. Ich habe mich immer geweigert, weil ich die so überteuer finde. Und eigentlich Filterkaffee schmeckt uns am besten. Das sieht eklig aus, ne? Dann zeige ich euch das. Aber wir haben gesagt, also es schmeckt ja schon, wenn man so Latte Macchiato oder so trinkt. Und weil ich immer Hafermilch genommen habe, weil wir eine Zeit lang vegan waren, habe ich gesagt, lohnt sich nicht so ein Kaffee-Vollautomat. Bernd trinkt eh nur schwarz oder mit Süßstoff. Jetzt, wo wir Vegetarier sind und Kuhmilch nehmen, kann man auch Milchschaum machen mit Kuhmilch. Schmeckt ja leider wirklich gut. So. Ja. Ja, wir haben ganz den Block vergessen, Livia. Wir haben uns verquatscht. Ja, du auch. Der Papa macht jetzt einen riesen Topf. Hier. Für die Gemeinschaft. Kohlpfanne. Ja, ist ja auch hier, ne? Wie eine Gemeinschaft. Hoppala. Ich fühle mich echt wohl hier. Ja, ist schön. Wir bleiben jetzt hier. Nein, wir bleiben. Würden wir schon gerne, aber wir freuen uns auch auf unser Haus in Ungarn. Genau. Wieder anzukommen. Genau, aber genau, wir machen jetzt, oder Bernd kocht einen Riesentopf. Ja. Kohlpfanne, das ist aus den Zucchinis geworden. Da habe ich hier mit roten Linsen und so haben wir alle davon gegessen. Das ist jetzt schon alle. Das ist das letzte Dings, was übrig geblieben ist. Was machst du alles rein bei dir? Mal gucken, was wir noch da haben. Möhren auf jeden Fall, ja. Kohl, Zwiebeln, Knoblauch. Das macht der Bernd jetzt schon. Da gibt es dann für morgen mit Basmati-Reis. Wir haben uns diesen Hobel da ausgeliehen. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir haben so einen riesigen Mega-Hobel. Nicht riesig, einen kleinen Mega-Hobel. Ja, aber der ist mega. Der ist richtig halt dran gewöhnt. Ja. Der ist wahrscheinlich auch gut, wenn man die richtige Technik findet. Aber wie geht es so Module für? Genau. Ja, also wie Bernd schon gesagt hat, wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Habe ich euch ja erzählt, dass wir hier nicht alleine sind zurzeit. Und wir kommen bestimmt auch wieder hier hin, ne? Ja. Das habe ich gestern schon erzählt, dass man halt das Gefühl hat, dass man reden kann, wie man möchte und nicht so wie in Deutschland überall aneckt mit jedem. Ja. Wir könnten wirklich Freunde werden über die Jahre. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Normalen Umständen, wenn alles so bleibt. Genau, Smurfy fühlt sich auch wohl. Naja. Und da wollte ich auch sagen, viele haben das mitbekommen, dass wir Smurfy immer, also erst hatten wir ihn immer 10 Minuten so alleine gelassen, haben das geübt und dann mal eine halbe Stunde. Und jetzt hier gerade war der zum ersten Mal, das waren bestimmt 2 Stunden, ne? Ja, wir waren einmal zwischendurch immer. Ja, ich war zwischendurch einmal hier drin Pipi machen, Bernd ist einmal reingegangen, hat Futter gemacht. Wir haben ihn dann einfach so wie nicht ignoriert. Natürlich hat er Fressen gekriegt, aber nicht so, oh ja, da bist du ja. Nicht so dieses Überschwängliche, hatte ich mal gelesen. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Und er ist wirklich, der hat geschlafen. Wir waren natürlich vorher mit ihm laufen. Das hat wirklich toll geklappt. Wir waren ja auch lange unterwegs geklappt. Mit ihm, ne? Ja. Ja. Ist immer noch müde, wie du siehst. Ja. Das ja, ist wirklich sehr schön, dass das so gut klappt. Das finde ich toll. Ja, und ansonsten machen wir jetzt nicht mehr viel. Nö, mal was essen noch, vielleicht gleich nochmal raus. Ja, eine Runde. Genau. Livia müssen wir waschen. Wie sieht aus? Hast du in der Erde gewühlt? Ja, wir haben heute ganz viele Steine ins Wasser geschmissen. Hier ist so, sind so Quellen, habe ich euch ja schon erzählt und gezeigt auch. Ganz viele Steine hast du reingeschmissen. Ja,
Genau. Und dann würde ich den Vlog jetzt hier beenden. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei in alter Frische. Tschüss!